Im Leben eines Star Wars Fans gibt es denn einen besonderen Moment. Und ich meine nicht ein neuer Film, in den ihr völlig fasziniert ins Kino geht oder eine neue Staffel von The Mandalorian, sondern ich meine die Frage, der wir alle auf den Grund gehen sollten. Der Frage, der wir uns alle stellen sollten. Jeder weiß wirklich viel über Star Wars, sagt er auf jeden Fall. Doch wie viel weißt du wirklich? Liebe Star Wars-Freunde, der Zeitpunkt der Wahrheit ist gekommen. Ich werde immer sehr, sehr oft in den Kommentaren eigentlich gefragt, wie gut kennst du dich eigentlich wirklich mit Star Wars aus, Buddy? Und ich habe mir gedacht, diese Frage würde ich gerne selber klären. Ich habe ja selber gar keine Ahnung, wie gut oder schlecht ich mich auskenne, also muss es doch im Internet einen Weg geben. Und ich habe ihn gefunden. Also ich habe Star Wars Quiz schwer eingegeben bei Google und das ist rausgekommen, liebe Freunde. Ich bin heute das erste Mal in einer kleinen Premiere auf testedich.de. Ja, dieses Star Wars Quiz hat wirklich die Überschrift Star Wars Quiz sehr schwer. Es gibt 10 Fragen und ihr könnt selbstverständlich mitraten. Liebe Freunde, danach sind alle Fragen des Universums geklärt. Oder auf jeden Fall werden wir schauen, wie wirklich schwer das Ganze ist. Erste Frage, wir fangen an. Wie alt war Yoda, als er starb? Das ist eine sehr gute Frage, ist ja auch ein sehr schweres Quiz. Ich weiß, dass er ungefähr 900 Jahre alt war. Ich glaube, 900 Jahre und 3 Monate ist einfach zu spezifisch, muss also wahr sein. Gehen wir mal hier mit. Vielleicht wisst ihr es ja besser, ne? Könnt ihr am Ende unten in die Kommentare schreiben, was da wirklich falsch war. Frage Nummer 2. Leute, was waren Qui-Gon Jinns letzte Worte? Das Problem ist, du kannst dich ja nicht vorbereiten auf so ein Quiz. Rettet mich, ich habe versagt, verzeih mir. Gleichgewicht, er ist der Auserwählte, er bringt das Gleichgewicht. Oder bildet ihn aus, er ist die Rettung. Boah, es ist halt, ich glaube, entweder 4 oder 5. Bildet ihn aus, er ist die Rettung, das hat er versprochen. Ich glaube es aber, er ist der Auserwählte, er bringt das Gleichgewicht. Wenn ich ein Skript schreiben würde, also er hat all das irgendwo ja abgemacht mit Obi-Wan. Ich glaube, er ist der Auserwählte, er bringt das Gleichgewicht. Wobei er ihm ja auch versprochen hat, bildet ihn aus. Ich weiß aber nicht, was wirklich das letzte Wort war. Wie groß ist Leia? Hä? Woher soll ich das wissen? 1,60 oder 1,65? 1,70 auf keinen Fall. 1,55 auch nicht. Oder wie groß ist Carrie Fisher? Kann das sein, dass sie so klein ist? 1,80 gar nicht. 1,70 würde ich auch ausschließen. Wir können uns auch auf die Mitte einigen. 1,50 no way. Ich bin hier am Überlegen zwischen 1,55 und 1,65. Aber ich glaube tatsächlich, es wird 1,55 sein. 1,50 haben sie bestimmt nur reingebracht, so nach dem Motto, ja, so klein, irgendwas Kleineres muss noch rein als das Original. Das ist natürlich nicht geraten. Ich habe das gespürt in der Macht, Leute. Frage Nummer 4. Jetzt die letzten Worte Darth Vaders, bitte. Schnief. Hat der Ersteller wirklich Schnief da reingeschrieben? Okay. Ich habe versagt. Verzeih mir, mein Sohn. Da ist noch ein Skywalker. Ist definitiv nicht das Letzte, was er gesagt hat. Du hast dich nicht in mir geirrt, mein Sohn. Sag deiner Schwester, du hattest recht. Du hast eine Schwester. Oder es tut mir leid, mein Sohn. Sag deiner Schwester, dass ich sie liebe. Wusste der... Der wusste doch vorher, dass... Boah, bin ich jetzt... Ich bin jetzt, glaube ich, komplett auf den Kopf gefallen. Dass... Er eigentlich, also Luke vorher wusste, dass er eine Schwester hat. Du hast eine Schwester. Ist halt dumm. Das ist noch eins. Oder war das wirklich? Das ist, hat sich da runter hinten hingelegt. Hinter mir gerade. Boah. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Oh Gott, Alter. Mein Kanal wird danach komplett deleted sein. Weil die Leute denken, der hat ja gar keine Ahnung. Wie lange geht der Film Der Krieg der Sterne? Das ist Episode 4. Nach dem Inhalt kannst du fragen, aber doch nicht danach. 2 Stunden und 5 Minuten. Loggen wir jetzt einfach ein, Leute. Je nach Edition wahrscheinlich, nach Special Edition. Wir gehen hier jetzt einfach von Standard aus. 2 Stunden, 5 Minuten gehe ich rein. Frage Nummer 6. Auf welchem Planeten gibt es Kristalle der Lichtschwerter? Oder also Kyber-Kristalle? Alderaan, Despin, auf Illum und Dantooine. Naboo, Jakku? Nein, 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 nein. Das müsste, also Illum muss dabei sein, dementsprechend Illum und Dantooine. Was ist Qui-Gon Jinns Heimat? Buh. Naboo nicht. Bespin auf gar keinen Fall. Coruscant? Could it be? Mustafa auch nicht. Jakku auch nicht. Ich glaube, es ist Coruscant tatsächlich. Ich habe das Buch gelesen, wo... Ah ne, das war High Republic.
Werfe ich da was durcheinander? Ich gehe für Coruscant einfach. Oder Jakku. Aber ich gehe für Coruscant. Punkt. Das ist bestimmt richtig. Wie alt wird ein Wookie durchschnittlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, 400 Jahre. Also sie werden alt, aber ich weiß tatsächlich nicht. 450 kann auch sein. Ich glaube aber 400 Jahre. Das ist aber mehr ins Blaue geschossen. Wie groß ist Chewbacca? Ach du Scheiße, Alter. Groß. 2,30 Meter? Oder 2 Meter... 2,68 Meter ist halt super spezifisch. 78. Das ist halt so spezifisch, dass du dir so denkst, so, ja, das muss eigentlich schon fast richtig sein. Aber ist der wirklich 2,78 Meter groß? Ist er nicht 2 Meter... Ich gehe für 2,60. Scheiße, das wird falsch sein. Ich stelle mir gerade die ganze Zeit neben Harrison Ford vor, aber ich weiß nicht, wie groß ist Harrison Ford? 1,80? Sind das mehr als 50 Zentimeter über ihm? Wir gehen mal für 2,60. Punkt. Zu guter Letzt, die finale Frage, Leute. Es kann nur noch schlimmer werden. Wie groß ist Kylo Ren? Sabba. Was? Wer macht denn so ein Quiz? Wie groß ist Kylo Ren? Sabba? Sag mal 1,6. Wie groß ist Adam Driver? Fuck! Eins von beiden. 1,90 ist der nicht groß, oder? Ich gehe auf 1,89, Leute. Es tut mir leid, ich sag's in advance. Das sind Fragen, da denkt man noch nicht, also man denkt über solche Kleinigkeiten in der Story nach, ah, wie groß verschiedene. Ich meine, da ist die Hälfte, wie groß oder wie alt sind die Leute? Jetzt geht's in die Auswertung. What? Supi, du hast echt viel richtig. Du bist ein echter Fan. Kannst aber noch ein bisschen was dazulernen. Echt gut, mach weiter so. Du hast 7 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die, also fast 2000 Leute, die das Quiz gemacht haben, 4,68 richtige Antworten gegeben. Damit bin ich überdurchschnittlich. Damit bin ich, Leute, ich bin damit weit überdurchschnittlich, möchte ich dabei sagen. Weit über Durchschnitt. Hier wird aber nicht gesagt, was denn hier richtig oder falsch ist. Ich habe euch das Quiz mal unten verlinkt. Probiert das mal selber aus. Und ich sehe gerade was, Leute. Ich möchte mal draufzoomen. Wem das nicht schwer genug war, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, ja, da kommt ja das Next Level. Nämlich das ultimative und schwerste Star Wars Quiz der Welt. Das muss ja noch kranker sein. Also Leute, das machen wir als nächstes. Jetzt hoffe ich aber erstmal, das Video hat euch gefallen. Macht den Test gerne selber, probiert ihn aus, schreibt mir in die Kommentare, wie viele Punkte ihr hattet und auch vielleicht, welche Fragen richtig waren und welche Fragen von mir falsch beantwortet worden sind. Keine Ahnung, ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich bin froh, dass das ausgegangen ist. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Buddy.